Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Legung. Wir schauen heute gemeinsam hinein, was kommt auf dich zu, welche Highlights, welche Stolpersteine. Wir werden das mal offen lassen, was die Karten euch mitteilen möchten. Ihr wisst schon ein bisschen Bescheid, denn ihr habt ja jetzt schon ohnehin das Cover gesehen und auch die Beschriftung. Und ich lasse mich jetzt überraschen, was da rauskommt. Ich habe die Karten gewählt, ausgemischt und zeige euch jetzt mal die untersten Kartendecks. Und da haben wir die Balance. Das kann jetzt die Balance sein. Das können aber auch die Luftballons sein. Und die lässt du jetzt fliegen. Also ich glaube, hier hast du mehrere Wünsche, die du jetzt in dieser Zeit, in der kommenden Zeit oder bis Silvester loslassen darfst. Ich habe ja auch ein gutes Gefühl, dass das Wünsche sind, die du schon längere Zeit in dir trägst. Und die möchten jetzt einfach losgelassen werden. Schenke jeden einzelnen Luftballon einen Namen. Was möchte da draufstehen? Was möchtest du loslassen? Das kann ein Laster sein, das können Menschen sein, das können Situationen sein. Also du wirst ganz genau wissen, was da oben steht bei diesen Luftballons. So, wenn ich es jetzt zähle, müssen es sein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Luftballons, hier 11, vielleicht 11, ja 11, 11, 11, 11, ja. Der Seelenpartner vielleicht. Du kommst aber in deine absolute Kraft hinein und das gefällt mir gut, weil du in der nächsten kommenden Zeit gestärkt bist. Du bekommst die Kraft, die du jetzt auch brauchst. Also hier sehe ich auch, dass du in einer Situation gesteckt hast in der Vergangenheit, die jetzt nicht unmittelbar sehr schön war. Und ich sehe aber, dass du kurz davor bist, dass diese Lösung zu dir kommen wird. Also irgendeine Lösung kommt jetzt auf den Weg oder ist auf dem Weg zu dir. Vielleicht kommst du jetzt irgendwo drauf. Ah ja, da ist sie schon. Schau mal. Ja, wie cool ist das bitte? Ich glaube auch, dass du überrascht wirst. Ich glaube auch, dass du überrumpelt wirst, weil wir haben hier auch noch Glück, ne? Also hier ist das Glück und dann hast du hier in der obersten Kartendeck das große, der große glückliche Zufall. Und etwas erfüllt sich, ein Wunsch erfüllt sich. Endlich kommst du auf die Lösung, auf die du schon so lange gehofft und gewartet hast, was auch immer das bei dir sein möge. Aber denke daran, du hast es absolut verdient. Ja? Also das, was hier rauskommt, hast du dir absolut verdient. Du hast dir auch den Sieg verdient, den sehen wir jetzt auch gleich doppelt. Zweimal Sieg. Ja, also du wirst jetzt siegen und ich glaube, das war auch in der Wochenbotschaft. Da ist auch so oft der Sieg herausgefallen. Also wenn du das spätere Zeitpunkt anschaust, dann ist es die erste Dezemberwoche, in der ersten Dezemberwoche war das, wo der Sieg rausgekommen ist. Ja, was ich, glaube ich, noch so in Erinnerung habe. Dann hast du hier... Um Wunder zu erleben, muss man mal an sie glauben. Und das machst du jetzt. Du glaubst an deine Wunder. Du glaubst jetzt daran, dass sich deine Wünsche oder eine Lösung für dein Thema wirst du finden. Ich glaube, dass du lange Zeit gesucht hast, um diese Lösung zu finden. Und jetzt wirst du diese Lösung aber finden. Ja? Dann ist diese Erfüllung. Wow, Wunder! Oh mein Gott! Wow, was ist da los? In irgendeinem kreativen Projekt wirst du Erfolg haben, wieder Erfolg, Sieg. Dann haben wir die Sternenweisheit, Wunder und Erfüllung. Also da kann ja mal gar nichts schief gehen, würde ich mal sagen. Das ist ja der Jackpot hier. Absolut, absolut. Wow. Ja, wir fangen an. Die Klärungskarten habe ich jetzt mal da hinten hingelegt. Und dann fangen wir an. So. Ach so. Ja, für alle, die eine Frage haben, ja, an das Pendel. Ich werde das, wenn ich es nicht vergesse, oder ich mache es gleich. Ich lege die Karten zurück und mache es gleich. Weil sonst vergessen wir es wieder und dann bleibt es hinten. Und das wollen wir nicht.
So. So, ich werde jetzt nur die Karten hierher legen und dann drücke ich auch kurz auf Pause. Ich werde die Kerze einmal anzünden. So, die Kerze ist angezündet. Für alle, die jetzt eine Frage haben an das Pendel. So. Ja, ihr dreht euch im Kreis und das dieses Mal ist es wunderschön, weil es geht im Uhrzeigersinn, was ich so sehen kann. So, irgendwie musste ich meine Ärmelchen. Moment, muss nochmal anfangen hier. So. Sonst sehe ich nichts da. Deine Fragen jetzt. Schön. Seht ihr, dieses Mal dreht sich's in Uhrzeigersinn. Also das heißt, du kommst vorwärts, aber sowas von vorwärts. Oh mein Gott! Leute, ist das schräg, hey? Ja, du kommst jetzt vorwärts in einem, in einer Angelegenheit, wirst du vorwärts kommen, denn es geht in den Uhrzeigersinn. So. Jetzt die nächste Frage, ja oder nein? Dann fangen wir mit den Karten an. So eine Ja- oder Nein-Frage. Ja, also eindeutig ja. Sehr gut. Deine Antwort auf deine Frage ist ja gewesen. Ja, du kommst in dein Wunder und ja, du kommst zu deiner Lösung. Ja. So, was darf ich euch mitteilen? Was kommt auf euch zu? Ja, etwas kommt an die Oberfläche. Etwas, was lange Zeit verborgen war oder wo du eben nicht weitergekommen bist, was sich einfach versteckt hat, ne? Irgendwie bist du nicht weitergekommen in deinem Projekt, vielleicht bist du irgendwo stecken geblieben, vielleicht wusstest du auch nicht, wohin deine Reise hinmarschiert, wo du hinmarschieren möchtest, was dein Ziel ist, vielleicht warst du auch zielorientiert, vielleicht hast du das Ziel auch nicht erkannt, nicht gesehen. Und jetzt öffnet sich für dich eine Lösung, ja? Also dort, wo du nicht weitergekommen bist in deinem Leben, wirst du jetzt weiterkommen, weil das ist jetzt das Schicksal. Also das Schicksal wird sich jetzt bei dir zeigen und wird sich einschalten. Also dort, überall dort, wo du nicht weiter gesehen hast wie zur Nasenspitze, ja, so in der Dunkelheit. Aber die Sterne weisen dir den Weg, bekomme ich herein. Ich werde mir das jetzt auch notieren. Die Sterne weisen dir den Weg. Moment. So. Wow, es geht in einen Richtung Lösungsvertrag, einen Vertrag, den du vorher nicht unterschreiben hast können, aus welchen Gründen auch. Also hier kommt ein neuer Vertrag auf dich zu, ein Bündnis mit jemandem oder hier trennt sich ein Bündnis. Ja, also das kann auch sein, weil wir hier auch die Ruten haben, die stehen für Kommunikation, aber auch für Erneuerung. Ja, das ist so für mich so diese Perchtenzeit. Stehen für mich die Ruten im Zusammenhang, also Perchten, Krampus, also das Böse austreiben, ja, also vielleicht treibt man dir das Böse aus oder jemand anderen, ne? Also hier kommt neuer Wind in dein Leben. Was darf ich euch noch mitteilen? Was ist wichtig für mein, ja, ihr transformiert euch. Ihr lasst wirklich dort, wo ihr nicht mehr weitergekommen seid, wo du nicht das Gefühl hattest, das ist der richtige Weg, wirst du jetzt hingeführt. Du wirst zu einem absolut neuen Weg hingeführt. Aber du lässt etwas hinter dir. Und ich habe noch gesagt, na, vielleicht ist hier ein Vertrag, der jetzt gekündigt wird oder du kündigst diesen Vertrag. Ja, das kann aber auch ein
ein Seelenvertrag sein, ja? Etwas, was du vielleicht schon dir angeschaut hast. Ich glaube aber auch, was es mit der Lösung, warum immer ständig diese Lösung vor meinen Augen ist, dass du lange Zeit überlegt hast, was ist die richtige Lösung? Und ich glaube, du warst so fixiert auf die richtige Lösung, dass du dich nicht entfalten konntest, aber dich auch noch öffnen konntest für deine Kreativität. Das hat ein bisschen gestockt hier. Und da kommt jetzt aber der Cut, ja? Du kommst jetzt auf den Trichter, hey, mit Gewalt, mit Zwang geht's nicht weiter. Und hier muss eine Lösung her. Und eine Lösung aber kann nicht erzwungen werden, sondern die kommt aus der Tiefe deines Seins. Und das ist dir jetzt auch bewusst. Und dieses Bewusstsein, weißt du ganz genau, erfüllt dich jetzt mit voller Stolz. Und das eben auch das Klee. Und du bist absolut auf dem richtigen Weg. Also hier ist das Glücksklee noch für euch. So, dann komme ich zu diesen Karten. Also hier kommst wirklich, du kommst weiter, mein Schatz, du zeigst dich, du traust dich auch etwas zu zeigen, weil du eben jetzt bereit bist für diese Lösung, weil du dich transformiert hast, weil du losgelassen hast, weil du, wow, Weisheit, ja, weil du jetzt das Wissen zusammen hast, weil dir vielleicht in der Vergangenheit etwas gefehlt hat, um weitergehen zu können und jetzt hast du Wissen. Dieses Wissen nützt du aber jetzt extrem für dich, weil du dich gewandelt hast. Du hast dich transformiert. Du hast dich mega transformiert. Und deine Transformation ist wow, wirklich. Vielleicht hast du auch deine Community, deine Freunde, die wurden alle samt diese Menschen, die einfach nicht ehrlich waren, die hast du jetzt hinter dir gelassen und du hast dich vielleicht gefragt, was ist die Lösung? Du sagst die Wahrheit, du machst alles und tust und irgendwie, die sehen das nicht, die wollen das nicht sehen, die wollen sich an den Lügen festhalten, weil es halt viel schöner ist, jemanden zu glauben und an dem festzuhalten, was aber nicht der Wahrheit entspricht. Und das wird sich jetzt verändern, das transformiert sich. Hier wird etwas abrupt gekartet und hier kommt abrupt eine Lösung in dein Leben. Ich glaube, dass das, du kriegst, ich sehe das jetzt auch jetzt, ne? Man reicht dir sogar die Chance jetzt, das große Glück anzuziehen. Gut, da sind jetzt mehrere Karten rausgefallen. Moment, drei Karten. Frieden, ja, und da, die kommen jetzt drauf, nicht, ah ja, das geht raus, ne, die falschen Personen, die sind schon auf dem Kopf, ne, weil du weißt, dass nicht alles, was glitzert, Gold ist, ja, und diese Menschen kommen jetzt auch drauf, dass nicht alles, was glitzert und funkelt, Gold ist, ja, und deshalb kommst du in den Frieden, du stehst vor einer Weggabelung, du stehst vor einer Entscheidung vielleicht, du stehst, vielleicht solltest du das machen oder das machen, ja, also vielleicht bist du gerade auf einem Weg, wo du etwas tun möchtest, aber du weißt nur noch ganz, was du tun möchtest. Also du kannst dich sehr gerne, wenn du das Gefühl hast, dass es für dich passt, sehr gerne an mich wenden und wir schauen hier gemeinsam hinein, was deine optimale Situation in deinem Leben ist. Vielleicht auch für 2024. Also ich habe jetzt mehr kein großes Jahresreading, ist mehr keines. Also ich habe mehr kein großes Jahresreading. Aber ein kleines Jahresreading kann ich euch noch anbieten. Da habe ich noch drei Plätze frei. Und hier geht es um deine Entwicklung. Du lässt dich nicht mehr von diesen Affen hier irritieren. Ja? Du weißt, okay, das ist mein Ziel. Du hörst vielleicht jetzt auf dein Bauchgefühl, auf deine Weisheit. Ja? Wir hier haben auch die Eule. Hier sitzt auch eine Eule oben. Ja? Und da ist die Bauchstimme. Und das müsste zu Weihnachten sein, denn hier sind so Weihnachtssterne zu sehen. Also hier könnte das ein Hinweis sein auf dich, dass es zu Weihnachten oder um Weihnachten passieren wird. Also da wirst du wissen, wohin deine Reise geht. Also das liegt oberhalb des Vertrages. Also hier eine Verbindlichkeit wirst du eingehen. Du wirst bald wissen, welche Richtung du gehen möchtest. Wow, und dann haben wir den glücklichen Zufall erneut.
dass du dich transformiert hast, dass du dich losgelöst hast von diesen Menschen, war absolut richtig, mein Schatz. Auch wenn es sich für dich nicht richtig angefühlt hat. Das kann auch sein, dass du dich trennst oder dass du vorhast, dich zu trennen, dass du dich scheiden lässt oder jemand trennt sich vor dir. Dann kann ich dir nur sagen, ich weiß, dass es schmerzhaft ist, aber ich sehe, dass es für dich in der Zukunft ein besserer Weg ist. Ja, also in Zukunft hast du hier einen besseren Weg, der für dich bestimmt ist. So. Und dann haben wir Frieden. Also du kommst in deinen Frieden hinein. Du zeigst deinen Frieden oder jemand zeigt seinen, ihren Frieden. So. Schöner Ansatz hier. Also die Lösung ist mal definitiv auf dem Weg zu dir. Es wird bald Klingelingeling machen bei dir. Ja, also bald hörst du das Glöckchen klingeln. Wow. Ja, weil du die Königin der Kelche bist. Wow. Ja. Du gehst deinen Weg, du verlässt etwas, ja, was nicht mehr zu dir passt. Aber hier ist ein Engel, der dich beobachtet bei deinem Weg. Also hier wirst du vom Universum beobachtet, ja, dass du nicht mehr wie ein kleines Traummännlein durch die Welt marschierst, sondern dass du mit offenen Augen durchs Leben gehst. Wow, hier haben wir zwei Könige, das gibt's nicht. Wow, oh mein Gott, dein Wunsch wird wahr. Wish come true. Deine Träume werden wahr, deine Träume werden zur Realität. Eine magische Zeit kommt jetzt auf dich zu. Das Universum schüttet dir jetzt die Lösung oder man präsentiert dir jetzt mehrere Lösungen. Ich glaube, dass du nicht nur eine bekommst, sondern man präsentiert dir mehrere Lösungsansätze und du wirst zugreifen. Du wirst deinen Kelch, von diesen neuen Kelchen wirst du ganz genau wissen, was für eine Lösung es bei dir ist. Und das finde ich schon mal super. Also man wird es dir sehr schön präsentieren. Ja, du kommst aus diesem Herzschmerz raus. Ja? Hier ist etwas passiert, hier ist eine Trennung passiert oder hier passiert noch eine Trennung. Aber du sollst jetzt schon wissen, auch wenn es hier eine Trennung passiert, ist es zum Positiven, es ist zum Wohle für dich, zum Wohle für Allah, aber zum eisten Wohle für dich, okay? Also hier wird dein Herz wieder geheilt. Man schickt dir diesen Engel zur Seite, damit dein Herz heilen kann, damit du jetzt zur Lösung kommst. Man reicht dir in deine Hände die Lösung, auf die du schon so lange gesehnt hast, die du schon so lange gesucht hast. Und irgendwie, das kann ja sein, dass du schon länger Single bist und hast du gedacht, das gibt's doch nicht, ne? Nie, das ist auch die Single, ne? Hier, tote Hose. Ja, also so kannst du dir das vorstellen. Also man kann das auch im Übertragenen sehen, denn man muss die Karten einfach verstehen und deuten. Also seid da ein bisschen kreativ. Das heißt, hier kann es sein, dass du schon ewig lange Single bist und das hat dich echt traurig gemacht, weil du gedacht hast, was machst du im Himmelswillen falsch? Alle anderen verlieben sich, nur du nicht, ja? Und du bekommst hier eine Lösung. Ich glaube nicht, dass du das Thema bist. Ich glaube, dass du eine Lösung bekommst, damit du deine Sicht der Dinge besser verstehen kannst. Wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendetwas in deinem Leben nicht verstehst oder gerne wissen möchtest, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden und wir schauen gemeinsam in deine Situation hinein. Weil wir sehen hier einen sehr gelangweilten König. Ja? Seht ihr das? Vielleicht bist du schon gelangweilt vom Single-Dasein, vielleicht bist du gelangweilt, weil du jetzt schon längere Zeit zu Hause bist und irgendwie zippt es dich an, weil du möchtest etwas bewirken, du möchtest etwas Gutes tun, du möchtest den Menschen etwas Gutes tun, dann kann ich dir sagen, das passiert jetzt und man wird dir jemanden schicken. Vielleicht ist es sogar ein Fischekrebs-Skorpion, was man dir schickt, ne? Da würde ich jetzt passen, ich bin Skorpion, also auch das kann sein.
Es kann auch sein, dass man dir einen König schickt, oder ich glaube eher, dass du bist gelangweilt. Das ist das, was ich. Es ist zwar der König, aber in diesem Fall deute ich den König als diesen Gelangweilten, weil das ist sofort, mein Auge ist sofort auf dieses gelangweilte Gesicht gegangen. Ja, irgendetwas möchtest du nicht mehr führen, irgendetwas hast du jetzt die Nase voll, du willst etwas nicht mehr. Gut möglich, dass du es mit einem Zwillinge, Waage, Wassermann auch zu tun haben könntest oder mit einem Fischen, Krebs, Skorpion. Also da ist eine Lösung verborgen. Hui. Bautzi. Die Karten fliegen jetzt. Jawohl, da sehe ich schon eine, die sich umgedreht hat. Zwei, die sich umgedreht haben. Drei, die sich umgedreht haben. Die Weisheit. Na, wie kann es anders sein, ne? Wir haben ja die Weisheit schon hier. Du wirst bald was wissen. Du wirst bald diese Lösung vor dir haben. Man reicht dir diese Chance, dass du jetzt die Lösung findest. Jetzt, unmittelbar jetzt in der kürzesten Zeit bekommst du jetzt die Lösung. Wow, auch deine Finanzen werden heilen dadurch. Wir haben das Geld. Erlaube dir Geld für die Erfüllung deiner Träume zu haben. Wieder Träume. Träume, die in Erfüllung gehen. Spannend. Also, wow. Also irgendein Traum von dir wird sich jetzt erfüllen. Was haben wir hier Schönes? Den Seelenweg. Aha. Denn die sehen die Sternenweisheit, die Veränderung und das Wunder. Ja, hier verändert sich etwas, deine Sicht verändert sich. Vielleicht sogar ein Stück weit dein Seelenweg verändert sich, weil du deine Geschichte umgeschrieben hast. Also somit wird auch deine Akasha-Chronik, ja, also da etwas niedergeschrieben bei dir. Irgendetwas hast du schneller verstanden, als deine Seele gedacht hat, ja. Also hier hast du ganz viel Wissen dir angeeignet und sie sagen, du sollst auf deinem Seelenweg bleiben. Hier ist etwas, was in deinem Seelenvertrag steht, was dir zusteht. Und das Spannende, hier wollte ich das auch erwähnen. Vielleicht müsste man bei dir in deinen Seelenvertrag hineinschauen, was da drinnen steht, weil das ist großartig, was da auf dich zukommt. Und es wäre echt schade, dass du das verstreichen lassen würdest. Also, das ist schon mal eine mega coole Aussage. Der Seelenweg mit der Sternenweisheit. Puh, also, das ist schon eine mega. Also, hier habe ich schon ein riesengroßes Wissenwesen, das hier dazu schaut, vielleicht ihr alle. Da hast du dir sehr, sehr viel Wissen angeeignet in der letzten Zeit oder gerade jetzt in 2023. Ganz, ganz viel Wissen. Du hast viele Dinge verändern können, aber jetzt steht dir das Wunder zur Verfügung, mein Schatz. Sehr viel konntest du jetzt schon transformieren. Loslassen. Wir haben hier auch die Transformationskarte transformiert und das ist Frieden. Also ich glaube, dass du jetzt auch in 2024 voller Frieden hineingehen kannst. Ja, das ist das, was ich hier auch spüre. Du wirst voller Frieden in 2024 hineingehen. Ja, nochmal der Mond, die Mondgöttin. Ja, also achtet bitte auf den Vollmond im Dezember. Wow, die Sonne. Also es ist eine absolute Glückssituation jetzt, die auf euch zukommt. Also die Lösung liegt unmittelbar vor euch. Wir werden dann auch noch mit Klärungskarten schauen. Vielleicht kriegen wir jetzt auch noch was herein. Wieder die Königin der Münzen. Eine sehr gefühlvolle Frau. Vielleicht bist du auch eine gefühlvolle Frau, ein gefühlvoller Mann. Jemand, der sehr hübsch attraktiv ist. Ja, also wirklich, wirklich. Eine wunderschöne Energie, wunderschöne Ausstrahlung. Du weißt mit deinem Körper, du kennst deinen Körper und das ist vielleicht auch wichtig für deine nächsten Schritte, dass du dich kennst. Und ich glaube, das ist jetzt der nächste Schritt. Du hast dich 2023 sehr gut kennengelernt, ja? Ja.
Da dreht sich die Karte um und das ist das erste Chakra mit dem Erzengel Michael. Also hier wird nochmal etwas hier losgelassen. Du transformierst etwas. Man stellt dir quasi in der Community, irgendjemand ist hier noch bei dir, der hier losgelassen werden muss. Ja, du gehst, ja, du gehst deinen Weg. Du gehst ihn. Spätestens im Frühling wirst du deine Lösung gefunden haben und dann wirst du gehen. Vielleicht wirst du auch bis zum Frühling den Job haben, der für dich die Erfüllung ist. Ja? Ja, und das ist spannend, weil hier kündigst du mit allen neidischen Menschen den Vertrag. Ich habe noch gesagt, na, hier wird ein Vertrag gekündigt. Und wir haben hier die Community. Und irgendjemand in deiner Community war dir neidisch. Aber diese Menschen gehen jetzt raus. Also die Lösung wirklich, da, weil du nicht weitergekommen bist, schau dir bitte auch die Wochenlegung an. Das passt sehr gut dazu. Weil du nicht weitergekommen bist, bist du auch mit deinen Verträgen nicht weitergekommen. Denn wir haben hier auch den Vertrag. Und jetzt weißt du schon mal, warum du nicht weitergekommen bist. Weil du hier neidische Menschen um dich hattest, die dir die Butter auf deinem Brot nicht gegönnt haben. Ja? Und das, deshalb ist auch dein Seelenweg vielleicht auch stagniert. Und man reicht dir wieder einen Engel und wir haben mit dir Unentschiedenheit. Ja, kein Wunder, wenn du so viele Menschen drauf hast, die deinen Weg versperren, dann bist du dir unsicher, auf welchen Weg du hingehst. Aber du hast die Kraft und du bekommst jetzt die Kraft, weil du jetzt auch noch den sechsten Chakra bekommst mit dem Erzengel Metatron. Ja? Also hier ist Metatron, der jetzt für dich da ist, der dich jetzt unterstützt, dich führt, dass du auf die richtige Entscheidung triffst, dass du auf den richtigen Weg kommst. Und die Sonne ist auch da, also dir kann echt mal gar nichts passieren. So, ja, und die Wertschätzung. Yay! Hier kriegst du wirklich Wertschätzung von Menschen und nicht von Wertschätzung, die falsch und verlogen ist, sondern hier ist eine Wertschätzung, die absolut ehrlich gemeint ist, die vom Herzen kommt. So. Jawohl. Ich bin bereit, Wunder in mein Leben zu lassen. Also hier bist du bereit, das Wunder in deinem Leben zuzulassen. Und ich glaube auch, dass du jetzt bereit bist für diese Führung. Ich glaube auch, dass du jetzt bereit bist, dein Wunder. Wir haben hier nämlich auch das Wunder. Und du bist jetzt bereit. Ja? Vielleicht musst du dich nochmal transformieren, weil hier noch neidische Menschen sind. Gut möglich. Kann sein. Ja? Aber beruhige deinen Verstand und deine Seele wird sprechen. Also hier, Ruhe ist besser als aufgewühlt sein. Also du wirst bald die Lösung bekommen, mein Schatz. Wir klären das eh noch mit den Klärungskarten und dann schauen wir mal. Aber ich spüre dich als Siegerin hervorgehen. Egal, wie deine Entscheidung fällt, ich sehe dich als Winner hier ausschneiden. Jawohl, 1, 2, 3. Ups, 4, 5. So. Ja, die Würfel sind gefallen und wir haben alle Sechsen hier. Schaut mal das an. Das ist der absolute Jackpot, mein Schatz. Zweimal die 6. Habt ihr schon mal mit Stärkere dich nicht gespielt, ne? Und das ist meistens so, wenn du einmal einen Sechser hast, dann würfelst du mehrmals den Sechser hinterher. Wenn du ihn aber unbedingt brauchst, ne? Weil du alle 4 Dinge, Elemente noch zu Hause sitzen hast und du würfelst und würfelst und würfelst, weil du einen Sechser unbedingt brauchst,
dann hast du nicht. Ne? Wenn du kurz vor dem Ziel schon bist, dann würfelst du eine Sechser, noch ein Sechser, noch ein Sechser, noch ein Sechser. Und das ist eben genau so, ist es auch im Leben, mein Schatz. Nicht anders. So, was haben wir hier? Ja, hier, du sagst nein. Du sagst nein zu dem Alten. Du sagst nein, du möchtest diese neidischen Menschen, diesen Vertrag und möchtest den kündigen. Aber vielleicht stellst du dich da gerade deshalb stur. Ne? Deshalb habe ich dir das vielleicht auch gesagt von diesen Würfeln hier, ne? Bei Mensch, ärgere dich nicht. Ja, und dahinter ist der Bachelor. Also sehr spannend. Also du wirst jemanden begegnen. Also die Würfel sind vom Universum her schon gefallen. Wow, Transformation. Und wieder, das gibt's nicht. Diese drei Karten sind in der Wochenbotschaft gefallen. Das war am obersten Kartendeck, die Schere. Du cuttest es. Du transformierst es, du schneidest es durch, du magst nicht mehr, du willst diese Menschen nicht mehr in dein Energiefeld haben. Und das machst du super, du schaffst das. Du schaffst das, du gehst, du verabschiedest dich von diesem, keiner hat dich lieb. Nein, das stimmt nicht. Ne? Nur diese Menschen vielleicht nicht. Und jetzt wirst du siegen. Ja, also der Sieg ist dir jetzt schon 100% sicher, wenn du in dieser Reisegruppe bist, dann bist du jetzt in dieser Siegesgruppe mit dabei, mein Schatz. Du kannst jetzt wirklich aufatmen, finanziell, partnerschaftlich, freundschaftlich. Hier passieren Wunder auf deinem Weg, mit denen du jetzt noch gar nicht rechnest, weil du jetzt auch noch nicht die Lösung hast. Ne? Aber immer jetzt durch die Legung weißt du schon ungefähr wohin und was du tun kannst. Ja? Aber die Lösung ist es, einfach Ruhe zu bewahren. Die Lösung ist es jetzt, entspannt, ruhig zu reagieren, eine Entscheidung zu treffen, lieb und herzlich und geduldig zu sein. Also wirklich, wirklich die Königin der Münzen, die Königin der Kelche ist ein absolut geduldiges Wesen. Ja? Also sehr, sehr geduldig. Natürlich, die Königin der Münzen ist ebenfalls eine sehr geduldige Königin. So, was darf ich euch noch mitteilen? Wow, the Lovers, ne? Ja, hier kannst du auch als Sieger, Siegerin, vielleicht tanzt du auf einem Ball, ja, vielleicht bist du zu einem Ball eingeladen und du lernst diesen Menschen kennen oder jemand ladet dich ein zu einem Ball. Aber da ist Liebe. Du wirst in der Liebesangelegenheiten wirst du siegen. Im Thema Finanzen wirst du siegen. Im Thema Wunder generell. Im Thema Wertschätzung wirst du siegen. In einem Vertrag wirst du siegen. Also die Sterne stehen für dich sehr, sehr günstig. Ja, die 9 der Cups. Wow. Du bist ein absolutes Glückswesen. Also man hat dich hier ausgewählt, ja. Also hier sehen wir auch schon das Glück, ne, hier oben. Du bist ein absolutes Glückswesen und dieses Glück hast du verdient. Das Universum sagt, du hast jetzt dein Glück verdient. Du hast jetzt diese Anziehungskraft, diese Magie in dir verdient. Also sehr, sehr schöne Karten, wirklich. So, eine noch von diesen. Kartendeck. Eine ist gut. Ich habe die gewählt. Die zeige ich euch nur. Was ist da? The Sun, die Königin der Schwerter. Jetzt haben wir hier den König der Schwerter und die 6 der Münzen. Ja, irgendjemand möchte sich da wegstehlen. Ja, aber das wird nicht funktionieren, weil die Königin der Schwerter sagt, hey, stopp, stopp. Ja, und der Stern sagt auch und die Sonne sagt, hey, stopp. Hier geht es nicht mehr weiter, du hast etwas Besseres verdient. Ja, hier geht es sich nicht mehr, hier kann sich niemand mehr wegschleichen von dir. Und dann haben wir hier die 7 der Stäbe. Ja, du bist vielleicht auch verunsichert, ja, vielleicht hast du auch Ängste, Unsicherheiten, wie es weitergeht. Aber denke daran, hier ist schon der Narr und der Narr ist ein Neubeginn. Also hier hängt der Narr. Du musst ihn nur noch ergattern, ja? Und ich glaube, da hast du müssen sehr, sehr, sehr viele Kämpfe aushalten. Und ich glaube auch, dass 20... Oh, die Königin der Münzen. Ja, Geduld.
Also hier musstest du vielleicht echt gut aushalten mit deinen Energien, aber ich kann dir versichern, dass du sehr, sehr viel gewonnen hast in 2023. Auch wenn es dir vielleicht noch gar nicht bewusst war, hast du ganz viel, war das Universum, hat dich unterstützt, es hat dich beschützt, es hat dich quasi, ich will das sagen, eingepackt in Watte. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie dich ja, liebevoll getröstet hat auf das Universum. Ja, seht ihr? Kummer. Irgendjemand hat euch so viel Kummer beschert. Halleluja, Leute. Aber guter Ausgang und unverhofftes Geld. Das ist das, was du zusteuerst. Vielleicht hast du finanziell und du weißt noch, wie es beruflich weitergeht, wie es finanziell weitergeht. Denke daran, irgendeiner kennt immer irgendjemanden und somit geht die Reise immer weiter, mein Schatz. Hab Vertrauen, hab Geduld. Du hast hier Geld, du hast das Wunder, du hast die Veränderung. Das ist schon alles auf deinen Weg vorprogrammiert. Und hier hast du noch den angenehmen Ausgang und unverhofftes Geld. Ja, also die Lösung ist schon auf dem Weg zu dir, mein Schatz. Ja, also hier brauchst du nur ein bisschen noch ein bisschen Geduld. Vielleicht noch jetzt im Dezember noch ein bisschen Geduld. Aber du wirst merken, im Anfang Jänner, ja, Anfang Jänner, Anfang des Jahres, wollte ich eigentlich sagen, Anfang Jänner wirst du dich nicht wiedererkennen. Du wirst auf der Siegesseite stehen. Wenn du in 2023 gedacht hast, Gott sei Dank ist es vorbei, dann kann ich dir sagen, dass du dann 2024 ein wunderschönes Jahr vor dir hast. Wirklich. Wow, und dann haben wir wieder die Königin der Münzen. Dann haben wir den König der Kelche. Oh mein Gott. Den Herrscher. Die 10 der Münzen und die Gerechtigkeit. Wenn das mal kein Enden ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, also ganz ehrlich, ihr habt sowas von tolle Karten. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Hört auf euer Herz. Und wenn du dir es sehr, sehr schwer tust, auf dein Herz zu hören, dann hol dir Hilfe und Unterstützung, damit du lernst, wie du bestmöglich auf dein Herz hörst, dass du weißt, was ist die Stimme deines Herzens. Weil hier wirst du zum Herrscher, zur Herrscherin. Und das wirst du sein. In 2024 bist du der Herrscher, die Herrscherin. Du setzt dann 2024 deine Pläne um. Wir haben hier die 10 der Münzen, den Herrscher und die Gerechtigkeit. Und das erwartet dich in 2024. Wow. Also du kannst echt aufatmen. Ich freue mich, ganz ehrlich, ich habe fast Tränen in die Augen. Ich freue mich so dermaßen mit euch. Alles, alles Liebe, alles Gute und eine schöne Zeit. Baba, tschüss.